Hallo ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid gegrüßt. Und heute geht es um das Thema Redirects und die Frage, ob Weiterleitungen dein SEO beeinflussen. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, für diejenigen, die gerade erst ja, so ein bisschen anfangen mit dem Bloggen, Redirects, ich habe es anfangs schon verraten, hier geht es um Weiterleitungen. Wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde, heißt es dann leite um, leite weiter. Na, aber bei den Redirects geht es um die Weiterleitungen. Was ist so eine Weiterleitung? Ja, es kann zum Beispiel sein, wenn du deine Domain von HTTP auf HTTPS umstellst, was eigentlich schon längst hätte passieren sollen, dann kannst du oder dann hast du die Möglichkeit von der HTTP-URL auf die HTTPS-URL umzuleiten. Das heißt also, jeder, der in Anführungsstrichen deine alte Domain eingibt, landet dann dennoch auf deine neue Domain. Und so ist es letztlich auch bei deinem Blog. Ja, wenn du dich daran erinnerst, ich habe dir eine Anleitung zum Webseite erstellen quasi erstellt, also dazu Beiträge und Videos gemacht. Die habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt, die Playlist. Da habe ich dir natürlich gezeigt, dass du beim Einrichten deines Blogs die Permalink-Struktur bestimmen kannst und worauf du dabei achten solltest, wenn du sie bestimmst. Jetzt geht es aber darum, was passiert, wenn du deine Permalink-Struktur gewählt hast und jetzt halt feststellst, Mensch, naja, vielleicht ist es nicht so förderlich für mein SEO, ich möchte das Ganze nochmal umstellen. Klar, kannst du machen, aber dann ist es natürlich so, dass du eine Weiterleitung einrichten solltest. Ja, dass die Domains, die du jetzt schon in den sozialen Medien verbreitet hast, dass die dann letztlich automatisch auf die neue Struktur umleiten. Wenn du das Ganze über WordPress machst, dann geht das normal automatisch. Es gibt aber auch Situationen, wo du das Ganze dann selbst händisch einstellen musst. Das heißt also, diese Weiterleitung selber einstellen musst, dass die alten URLs auf die neuen URLs umleiten. Ich denke, den Prozess dahinter, den hast du verstanden. Den Grund, wie gesagt, entweder wenn du Änderungen an deiner Permalink-Struktur machst oder wenn du die URL änderst. Natürlich kann das auch passieren, wenn du einen kompletten Domain-Umzug machst. Ja, das heißt also, wenn du mit deinem Blog auf eine neue Domain umziehst, dann kannst du natürlich von der alten Domain auf die neue Domain letztlich auch weiterleiten. Und auch das funktioniert letztlich. Jetzt ist halt die Frage, kann das denn SEO beeinflussen? Wenn ja, wie? Okay, also erstmal, um die erste Frage zu klären, ja, es kann dein SEO beeinflussen. Hier geht es aber darum, die Redirects sind ja indirekte Faktoren. Diese beeinflussen aber direkte Faktoren mit wirklich sehr starke Faktoren. Ja, hier haben wir zwei, sind ganz, ganz groß in diesem Fall. Zum einen ist es die Nutzererfahrung, das Nutzererlebnis. Wenn du Weiterleitungen machst oder einrichtest, dann ist es letztlich auch so, dass deine Navigation ja ebenfalls auf die neue Struktur weiterleiten muss oder soll. Das kann dazu führen, dass die Reaktion von deiner Navigation ein Stück weit langsamer wird. Die meisten werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber es kann natürlich, auch so weit führen, dass es halt ganz einfach zu lange dauert. Ja, und damit hat der Nutzer dann eben kein tolles Erlebnis mit deiner Seite. Und das bekommt Google natürlich mit anhand der Sitzungsdauer und wie schnell letztlich der Besucher deine Seite wieder verlässt. Auf der anderen Seite, und das ist noch viel schwerwiegender, ist es halt letztlich so, dass dein Content, den du erstellt hast, ist sowohl unter der alten Domain als auch unter der neuen Domain erreichbar. Das heißt also, hier geht es um Duplicate Content. Und ich habe dir in dem Beitrag, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, dort habe ich dir ebenfalls einen Beitrag verlinkt zum Thema Duplicate Content und wie Google darauf reagiert. Wie gesagt, das ist definitiv der schwerwiegendste Punkt oder das, was am schwerwiegendsten beeinflusst, weil Duplicate Content ist ein sehr starker Faktor und das kann definitiv das SEO der einzelnen Seiten und natürlich auch deiner gesamten Seite negativ beeinflussen. Ja, es ist also ganz, ganz wichtig, dass, und das ist, glaube ich, auch schon der wichtigste Tipp, den ich dir heute mitgeben kann zu diesem Thema. Wenn du deinen Blog einrichtest und du bist bei dem Punkt Permalink-Struktur, zermarter dir wirklich den Kopf, wie soll deine Linkstruktur aussehen, recherchiere vorher,
was ist förderlich für dein SEO, also welche Linkstruktur ist förderlich für dein SEO, dann stell diese die Struktur einmal ein und am besten ist, du lässt sie so, ja, dass du da nicht mehr dran änderst. Klar, es kann immer vorkommen, dass du vielleicht doch eine andere Domain möchtest nach ein, zwei Jahren, dass du vielleicht doch, was ich nicht hoffe, dass du jetzt auf die Idee kommst, ne, denn das ist definitiv zu spät, wenn du doch umstellst von HTTP auf HTTPS. Aber wichtig ist, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig für dein SEO, wenn du einmal deine Linkstruktur gewählt hast, lass es, lass sie so und fass sie nicht mehr an. Es gibt noch einen dritten Punkt, der durch die Redirects letztlich beeinflusst wird, und das ist Googles Arbeit selbst. Ja, hier ist es letztlich so, und das habe ich dir schon mehrmals erklärt, dass deine Suche, dass deine Seite oder dein Blog immer wieder von den Crawlern von Google besucht wird. Das heißt, deine Seite wird ausgelesen, was hat sich verändert, was ist aktualisiert worden, was wurde umgeschrieben oder was ist generell auf deiner Seite passiert. All das registrieren die Crawler und geben das letztlich an Google weiter. Wenn du jetzt Redirects, also Weiterleitungen hast, dann ist es so, dass bis zu einem gewissen Maß kann Google das Ganze noch verfolgen, ja, und für sich letztlich wahrnehmen. Aber der erste Punkt ist, wenn du Redirects hast, dann ist es letztlich so, dass du die Arbeit von Google erschwerst. Bedeutet also, dass Google dann nicht mehr so einfach die Seitenstruktur versteht, nicht mehr die Seitenstruktur so einfach nachvollziehen kann, weil es immer wieder irgendwelche Weiterleitungen von überall nach überall hin gibt. Ja, und das erschwert Google halt letztlich die Arbeit. Und natürlich wirkt sich das auch ein Stück weit auf den SEO aus. Viel, viel schlimmer ist aber, wenn du zu viele Weiterleitungen hintereinander hast. Ja, das heißt also, wenn die Weiterleitungskette einfach zu lang ist, dann ist es letztlich so, dass Google irgendwann sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und dann gibt es letztlich eine Fehlermeldung von den Crawlern, die dann natürlich an Google weitergehen. Und damit machst du natürlich Google die Arbeit extrem schwer. Und auch wie gesagt, auch das hat natürlich am Ende Auswirkungen auf den SEO. Das heißt also, um das Ganze hier nochmal ein Stück weit zusammenzufassen, bei den Weiterleitungen, also bei den Redirects, geht es darum, dass du entweder selbst oder eben automatisch durch dein Content-Management-System Weiterleitungen eingerichtet werden, wenn du zum Beispiel deine Domain änderst, wenn du deine Linkstruktur änderst oder wenn du einen kompletten Umzug auf eine komplett neue Domain machst. Dann ist es letztlich so, dass Weiterleitungen wichtig sind, ja, weil du willst ja, dass der Content, den du bereits verbreitet hast, immer noch erreichbar ist, aber dann eben quasi von der alten URL auf die neue URL umgeleitet wird. Wenn du jetzt aber die Ketten, also sprich die Weiterleitungsketten, zu lang machst, dann kann das letztlich dazu führen, dass du zum einen Google daran hinderst, die Seitenstruktur zu verstehen, und auf der anderen Seite, wenn sie, wie gesagt, noch weiter zu lang sind, dass das zu Fehlermeldungen der Crawler führen kann, und Google letztlich damit deine Seite nicht mehr wirklich richtig auslesen kann. Als nächstes musst du natürlich deinen Blickwinkel ändern, und hier geht es um die Nutzererfahrung. Na, wenn immer wieder Weiterleitungen stattfinden, kann es passieren, dass deine Navigation ein Stück weit langsamer wird. Es kann aber auch passieren, dass ganz andere Elemente von deiner Seite eben länger brauchen, um zu laden. Und hier ist es letztlich so, da kannst du dich auch selber kontrollieren. Wenn du auf einer Webseite bist und du musst zum Beispiel auf eine Infografik oder auf ein Video oder auf ein Bild längere Zeit warten, dann ist deine Geduld irgendwann am Ende und du verlässt den Blog, ja, oder die Seite. Und das wirkt sich letztlich zum einen natürlich auf das Nutzererlebnis aus, zum anderen aber auch auf andere Ranking-Faktoren, wie zum Beispiel die Verweildauer oder die Back-to-SERP-Rate. Es gibt aber noch einen viel schwerwiegenderen Punkt, den du dabei beachten musst oder solltest. Ja, wenn du Redirects einrichtest, dann ist es halt letztlich so, oder kann es passieren, dass Google das Ganze als Duplicate Content wertet, weil eben dein einer Blogbeitrag über die alte URL erreichbar ist und natürlich auch über die neue URL. Und das kann letztlich dazu führen, dass Google da ein Stück weit anders handelt. Wenn du wissen willst, wie Google dann in diesem Fall handelt, dann geh unten in den Blogbeitrag, den ich dir in der Beschreibung verlinkt habe. Dort findest du den Beitrag zum Duplicate Content. Du kannst dir natürlich auch die Playlist zum Blog SEO angucken. Diese habe ich dir am Ende dieses Videos verlinkt. Auch dort findest du das Video zum Duplicate Content. Und dort erfährst du, wie Google letztlich reagiert, wenn es auf deiner Seite Duplicate Content gibt. Aber wie gesagt, all das im Gesamten beeinflusst dein SEO direkt.
Die Redirects sind indirekte Faktoren, die aber wiederum direkte Faktoren beeinflussen, und die direkten Faktoren beeinflussen den SEO definitiv. Damit gebe ich dir auf jeden Fall den Tipp, stell deine Struktur einmal ein und lass sie am besten so, wie sie ist. Deswegen solltest du dich vorher ein Stück weit mit dem Thema SEO auseinandersetzen, wenn du also gerade dabei bist, deinen Blog zu erstellen, dass du weißt, welche Linkstruktur wirklich förderlich für dein SEO ist, und diese solltest du letztlich einstellen und dann so eingestellt lassen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen, und denke mal dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, ich bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus, das war mein Video. Redirects beeinflussen Weiterleitungen in dein SEO.